Hatten wir das hier schon gesehen? Ja, das haben wir übersehen. Kleiner Onkel, bleib bei mir. Das halt ist jetzt erstmal egal. Ich nehme die Schienen und die Lampe mit. Ist ja schließlich gratis Eisen. Ja, die Lampe legt jetzt wieder einen verdammten Platz, weil die aus dem Schüsselmod ist. Ach, na gut, wir haben ja noch unseren Rucksack. Oh. Drück die Daumen, dass das Spiel jetzt nicht wieder abstürzt, weil hier irgendwo zu viel im Hintergrund geladen werden muss wegen Biomen. War das überhaupt hier? Ich dachte, wir hätten auf der linken, oder besser auf dem linken Sichtfeld noch ein paar Schneebiome gesehen. Irgendwo hat man doch die Tropical Gardens auch gehabt. Das bin ich mir natürlich noch sicher. Oder habe ich mich jetzt wieder total verlaufen, weil ich einmal zu viel gedreht habe? Was haben wir da unten drin? Das Piranhas? Na, ich will es lieber nicht rausfinden. Sumpfige Landschaften. Ja, ich sehe noch nichts an Tropical Gardens. Hier hinten haben wir irgendwelches Schilfrohr. Ein Water Garden können wir uns sparen. Wir können mit den Fischfallen dasselbe Zeug fangen, was dort rauskommt. So, was ich auch nicht schlecht finde, durch die Mods werden hier die Seen auch wirklich auf unterschiedliche Höhen gelegt. Das ist im Standard Minecraft nicht so. Da ist, glaube ich, das Wasser immer, immer auf Höhe 64. Na komm. Bin ich gerade blind? Oder sind wir in der falschen Region für Tropical Gardens? Warte mal. Das kommt mir doch bekannt vor, oder? Das sind zumindest Dschungelbäume. Mit was für Pflanzen dran? Bananen! Banana Joe lässt grüßen. Da können wir auch endlich den Bananasplit machen. Und wisst ihr was? Wir schauen noch gleich mal. Die waren garantiert einen Tropenholzbaumsetzling benötigen. Ach, stimmt ja. Die können wir ja nicht einfach so abbauen. Und ich hätte mir ein Bett mitnehmen sollen, falls wir doch länger unterwegs sind als gedacht. So, wo waren jetzt noch Bananen? Hallo? Ja, ja, kleiner Onkel. Papa, ist nur mal kurz ein bisschen was für den Garten holen. Na komm, ein Setzling noch. Dass wir die zu Hause vervielfältigen. Ja! Am besten sind natürlich 4 Stück, dass wir so einen Riesenbaum in den Garten stellen. Aber das war wirklich zu viel verlangt. So, da haben wir noch ein paar Bananen. Es ist scheiße, dass der Baum. Warte mal. Können wir hier mit einer Axt besser abbauen? Nee, das geht nicht schneller. Ja, komm. Ja, die eine lasse ich da mal dort hängen. Oder? Ja, wir haben 3 Stück. Vielleicht sogar noch mehr. Dazu 2 Setzlinge. Wenn wir Glück haben, können wir zu Hause wirklich vervielfältigen. Dann hätten wir doch ein schönes Holz für unseren Parkettboden. Kleiner Onkel, bist du noch da? Okay, kleiner Onkel ist noch hier. Was haben wir hier für Bäume? Was sind denn das? Hohes Gras erstmal. Feigen!
Ja, Feigen sind jetzt im Echtleben nicht mein Fall, aber wir nehmen uns mal einen mit. Eine natürlich. Ist ja die Feige. Tropenholz. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier noch ab, bis wir einen weiteren Setzling haben. Dann bauen wir uns zu Hause einen riesen Tropenbaum. Und dann haben wir ausgesorgt, was Holz und die Setzlinge angeht. Na komm. Einer muss doch noch. Oder will Minecraft mich mal wieder foppen? Ja, Minecraft will mich foppen. Ja, kleiner Onkel hat es natürlich auch geschafft. Aua. So, wir kommen ja noch locker raus. So, jetzt verunstalten wir natürlich die Gegend. Oh. So viel zu, ich finde kein Tropical Garden. Her mit dir. So, damit hätten wir die Mission auch schon erfüllt. Die Fackel lassen wir stehen. Und hauen dann doch... Ja, wir hauen nicht komplett ab, aber wir gehen in sichere Entfernung vor dem Creeper dort. Hier haben wir wieder eine Kokospalme. Komm, ein Setzling, ein Setzling, ein Setzling. Oder haben wir schon vier? Ne, wir haben nur drei. Da haben wir den vierten. Kleiner Onkel, komm her. So, jetzt heißt es nur zurückfinden. Ja. Und wie ihr wisst, ich ohne Navi, beziehungsweise ohne Koordinaten im Spiel, wäre verloren. Wow, ein Slime! Nein, aber nicht in Verbindung mit dem Skelett. Leckt mich, ich bin raus. Zwei Creeper. Ja, zwei schöne Creeper. Ja. Wenn man angegriffen wird, erfindet man so manche neuen Wörter. Kokosnuss. Die hatten wir aber schon. Gut. Da oben haben wir noch ein Skelett, wie es scheint. Und weg hier. So, ich muss mal sagen, in der heutigen Folge von Gronkhs Minecraft Life in the Woods LP hat er sich auch schon den antiken Atlas gebaut. So, und ich gucke jetzt mal kurz die Koordinaten für unser Haus. 1400. Das heißt, wir müssten in die Richtung... Ne, warte mal. In die Richtung und das Ganze auf 1900. Also ungefähr in diese Richtung hier. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Der schießt so schlecht, als hätte er gesoffen, so wie ich gestern. So, da haben wir noch Quest Gardens, die sind uns aber erstmal Wumpe. Und hier kommen wir schon wieder in die Fliederebenen. Und ich habe mal geguckt, was meine Grafikkarte jetzt auch nochmal angeht, um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Die 980 GTX Ti, die ich mir holen würde, ist, außer dass sie teuer ist, auch wirklich extrem leistungsstärker. In Tests hat sie mindestens, ja, wie viel waren es? 50% mehr Leistung geschafft. Und das bei 4K-Titeln. Ich spiele kein 4K-Spiel. Ich spiele nur auf 1080p, also auf Full HD. Nein! Nein, 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 nein. Boah! Himmelarsch. Ich dachte, da wären wir jetzt gefangen gewesen. Ja, die Musik ist auch gerade passend. Ja, Junge, ich sehe dich da hinten. Du brauchst dich nicht verstecken. So, jetzt erstmal ab ins Bett. Dass zumindest die Zombie und die Skelette verbrennen können. Und in der Zeit trinke ich mal kurz was. So. Das lasse ich in der Aufnahme drin. Es heißt doch schließlich Let's Play, also lasst uns spielen. Ja. Hier wird nichts rausgeschnitten. Zumindest nichts, was so wenig stört wie jetzt zum ein bisschen trinken.
ab. Lass mich in Ruhe. Boah, wirklich. Monster sind zwei. Sind two Hits. Das ist wirklich schön, das Schwert. Das müssen wir reparieren. Und am besten noch mit einer Verzauberung versehen, dass die Haltbarkeit nicht so schnell runtergeht. Also haltbar entsprechend. Damit kann die Höhle auf jeden Fall kommen. So, es leckt wieder ein bisschen. Herrgott. Komm her. So. Ja, die lassen wir erstmal sein. Ach, das hatten wir doch schon in einer der letzten Aufnahmen gehabt. So, was haben wir denn rausbekommen? Bananen. Was wir jetzt aber erstmal machen. Und das ist wirklich wichtig für die Holzversorgung. Ein Tropenbaum. Mann. Das wird so eine Qual, das Ding dann abzubauen. Jungs, ihr kommt nicht hier hin. Ja, da können wir den eigentlich auch abreißen. Ist die Kugel uns jetzt verschwunden? Ja. Man darf nichts in der Hand halten, was... das ist doch zum Kotzen. So, da wollte ich mal sagen, hier hin. Ja, und er zieht sofort die Eichensetzlinge nach. So, die Tropical Gardens, nicht die, sondern den, wir haben ja momentan nur einen, setzen wir hier oben mal hin. Dann schauen wir mal, wie die gewachsen sind, die restlichen. Oh. Ein God Garden, ein Pilz Garden. Die Pilz Gardens wachsen auch auf Erde, okay. Ein Berry Garden. Von dem Leafy Garden ist noch nichts gewachsen. Hatten wir oben auch nicht irgendwo einen Stalk Garden gehabt? Oder irre ich mich jetzt? Da muss ich noch mal einen rausholen aus unserem Lager. Aber damit haben wir doch schon wieder ein paar Früchte mehr. Ingwer ist kurz vor der Reife. So, ich betone Ingwer jetzt garantiert immer so, weil ich Paul Panzer einfach liebe. So, die Senfkörner kommen doch erstmal hier rüber. Da haben wir doch hier schon eine Pflanze stehen. Warte mal, wo hatten wir denn jetzt Korn, Weizen, Sellerie ist auf der Hälfte, Beeren, 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 Weintrauben, Beeren. Ah, haben wir schon genug drin. Beeren, Beeren, Beeren. Getreide, Lettuce, Cantaloupe, Cantaloupe, Cucumber, ne. Es kommt rein, was ist? Die Feige ist einfach nur ein Apfel in Lila, okay. Schauen wir mal kurz, was können wir hier machen? Feigenbauer, also ein Feigenriegel. Naja, Salat kann man machen, Feigenfruchtpunsch, Smoothie natürlich, ein Setzling mit einem Tropenholz, Tropenbaum. Ansonsten wieder nur draußen in den Komposter. So, die Bananen kommen hier rein. Gordon, Gordon. Und den Stalk Garden. Mann, Call to Adventure, das hatten wir da auch schon gehabt. Mann, ich habe schon die Random-Funktion und ein paar hundert Titel. Ach nee, wir haben noch die falsche Playlist. Das war doch noch die vom Reisen. Oh. Das lässt es irgendwie französischen Flair auf. Komm, wir haben doch hier schon den Stalk Garden. Ich blindes Huhn. Mann. Und dabei habe ich schon. Ja, eine Brille auf. Nicht nur im Spiel habe ich eine auf, auch im echten Leben. Und ich sehe es trotzdem nicht. Okay, Jungs. Haut ab. Hier gehen wir mal kurz durch die Reihen.